treten. Komisch, jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder allein war, als Stütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Cop-Killer. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Aha. Oh, guck mal. Vermisstenanzeigen. Opfer. Ach, die sind alle vom Glockenmörder. Okay. Alle Opfer an der Tafel waren junge Frauen ohne Anzeichen sexueller Gewalt. Was haben wir denn hier? Vorläufige Forensik, keine Fasern, keine DNA, keine Fingerabdrücke am Tatort. Meine Leiche muss bereits hier angekommen sein. Wenn sie in der Leichhalle ist, bereiten sie wohl gerade meine Obduktion vor. Das ist surreal. Stimmt, sie müssen auf die Obduktion warten für eine offizielle Todesursache. Obwohl ich 3 Stockwerke auf den Asphalt gefallen bin und ich schoss nur gerade 7 Mal in die Brust. So, dann das Letzte. Der Mörder hat mittlerweile so viel Übung, dass er nie etwas Zurückführbares hinterlassen würde. Ja. Er hat noch nicht gepatzt. Wird er aber. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Poltergeist kann ich ja wieder aktivieren. Ich muss an die Abteilung glauben. Da können wir Leute wieder weglocken. Nein, Sir. Das wirst du. Nein. Zurzeit keine Verdächtigen, Sir. Das läuft auf schlechten Führungsstil hinaus, Lieutenant. Die Entscheidung, dass Ronan allein reingeht, verantwortest allein du. Wir verlieren einen unserer Männer und du hast weder einen Verdächtigen noch Hinweise? Also, Captain. Er hat Handschuhe getragen und außer der Klinke an der Wohnungstür nichts angefasst. Hat keine Abdrücke, Fasern oder sonstige Spuren zurückgelassen. Und wenn du glaubst, ich will nicht auch, dass der Typ dafür bezahlt, liegst du gehörig falsch. Pass auf, was du sagst, Rex. Jeder weiß, er war dein Schwager. Daran brauchst du uns nicht zu erinnern. Verlierst du nochmal die Beherrschung, werden sich noch mehr von uns Ronin anschließen. Verstanden? Finde den Typen. Oder irgendwas, das uns direkt zu ihm führt. Sofort. Das ist ein Befehl. Ja, verstanden. Der Schwager. Der darf sich was anhören. Oh, ich muss zurück. Ich muss noch ermitteln. Verdammt. Okay, schauen wir mal weiter. Recherche zum Glockensymbol. Symbol des Mörders. Symbol ist. Ja, Glocke halt, ne? Was haben wir hier Schönes? Orte der Morde. Orte der Morde. Die Glockenmorde wurden an willkürlichen Orten in der ganzen Stadt begangen. Es scheint keine Gemeinsamkeit zwischen den Orten zu geben. Ja. Gut zu wissen. So, was haben wir hier? Ah, das ist die Mutter und das Medium. Ich sag ja, Leute, ohne Scheiß. Der Polizist ist der Glockenmörder oder hat was mit dem Glockenmörder zu tun und hat rausgefunden oder hat gemerkt, dass die Mutter zu viel weiß, zu viel Informationen hat, deswegen wollte er die umbringen lassen oder umbringen. So, Stuart wollte ein Update zur Entwicklung, was ist passiert? Ja, genau. Gab wohl kein Update. Das ist er. Circa 1,90 Meter, Gewicht circa 95 Kilo. Athletisch, Ethnie kaukasisch, Fragezeichen, Augenfarbe blau, Erkennungsmerkmale immer mit Maske, Kapuze. Also ist es doch nicht der Cop wahrscheinlich, weil der Cop, ja gut, obwohl, der könnte ja irgendwie Schuhe anziehen oder die so manipulieren, dass er größer ist. Hat blaue Augen. Kontaktlinsen, blaue Augen, auch kein Thema. Gut, anscheinend hat er vielleicht doch keine blauen Augen gehabt.
wenn das nur der merkwürdigste Anblick heute Nacht gewesen wäre. Ah, seht ihr, so kriegt man Hinweise. Guck mal. Was haben wir denn hier Schönes? Todesursache erdrosseln. Trauma an Nacken und Kehlkopf durch erdrosseln. Schwere Abschürfung an Handgelenken und Knöcheln. Wahrscheinlich das Resultat von Fesseln aus Hanfseil. Konsistent mit allen anderen Glockenmorden. Ergebnis Mord. Ja. So. Update. Das brauchen wir. Das muss gehen. Infos zu den vermissten Mietern finden. Ja. Gerade die Akte zu den vermissten Mietern aktualisiert. Vielleicht eine Information. Ja. Spähen. Keshendra Foster, 42, wohnt in Regal-Apartments. Oh, das ist sehr eng im Regal. Professionelles Medium und Profilerin, berät gelegentlich die Polizei Salems. Zuletzt vor 2 Wochen von Nachbarn gesehen. Kein Vorstrafenregister. Joy, war es dieses 15? Sie sah ein bisschen älter aus als 15. Beziehungsberechtigt ist ihre Mutter Cassandra Foster. Aufenthaltsort des Vaters nicht bekannt. Der Vater. Vor 2 Jahren aus dem Schulsystem ausgeschieden, von zu Hause ausgerissen. Einige Vergehen überführt, minderjährig. Unerlaubtes Betreten, Diebstahl, Einbruch. Vermisstenmeldung für Joy Foster zurückgezogen. In Haft. Oh! Okay. Hey, der bewegt sich wieder von alleine nach links. Was soll denn das? Nein. Okay. Spähen. Hallo. Spähen. Toll. Und jetzt? Kann ja nichts mehr machen hier. Mir fehlt noch ein Hinweis. Leute. Hinweis. Geh mal ans Telefon. Komm, Telefon. Telefon. Keiner will ans Telefon. Hinweise, Hinweise. Was gibt's denn hier noch? Ah, da unten war noch ein Punkt. Vermisstmelder zurückgezogen in Haft. So. Das bedeutet, die ist hier. Die Vermisstmeldung wurde zurückgezogen, weil sie sagen, hier im Revier in Haft befindet. Sie wird wohl im Haftraum sein, ja. Genau. Da gehen wir jetzt hin. Ermittlung abschließen. Kann ich hier nicht herausfinden. Ich sollte lieber die Zeugin finden. Mhm. So. Wo ist denn... Oh, guck mal, Werbung. Just Cause 2, ist das auch von denen? Ja, ist auch von Square Enix, glaube ich. Ob ein SWAT-Team mit dem fertig werden würde? Wahrscheinlich. Wir müssen ihn irgendwie erwischen. Ja. So, wo ist der Haftraum, verdammt? Haftraum, Haftraum. Was haben wir denn hier Schönes? Jennifer Gelbach. Oh. Weiblich, weiß, Schlagerkörperbau, zuletzt von Freunden auf dem Ashland Hills Friedhof gesehen. Nach einer Party mit anderen Cheerleadern. Seit 2 Tagen vermisst. Kann ich dir nicht helfen? Hoffentlich lebe ich lang genug, um ein alter Cop zu sein. Hab mich nur gefragt, werden Cops oft ermordet? Nein, würde ich nicht sagen. Ich bin seit 20 Jahren Polizist. Oh, cool. Das waren... Was hatten wir in der Bundeswehr auch? So coole Sachen. Vom Ausland zu Einsatz und so. Kaffee ist fertig. Hey, das sind Geister. Cops von früher. Cool. Zeugin sagt, sie sei ein Mann in dunklen Kapuzenshirt, wie in der öffentlichen Beschreibung. Dunkle Hose, Schuhe, konnte sein Gesicht nicht sehen. So, hier sind die Zeichen. Deswegen ist der Haftraum wahrscheinlich hier oben. Wo sind denn die Dämonen? Müssen wir mal wieder auftauchen, mich ärgern. Was haben wir denn hier Schönes? Das kommt ein Arsch. Er hatte Unrecht, selbst wenn er Recht hatte. Baxter dachte, er könnte mit mir drohen, als ob meine Vergangenheit nicht allein allen Schaden, den sie anrichten konnte, bereits verursacht hätte. Ja. Das, ich will wissen, wo der Haftraum ist. Cool, was ich alles aktivieren kann.
Haftraum. Oh, was haben wir denn hier? Du hast sie geheilt. Die Krankheit in ihrem Kopf. Du hast sie erträglich gemacht. Tja, ich schätze, jetzt seid ihr vereint. Rex Gedanken. Krass, diese Geister, die überall auftauchen. Der große Tag. Ich dachte, er kommt nie. Zwischen Ronan, der es tatsächlich durchgezogen hat, und Rex, der sich um den Papierkram kümmerte, konnte so viel schief gehen. Aber es ist soweit. Und mein Mann hat jetzt eine Marke. Steht ihm gut. Und er liebt es. Ich glaube, er stolziert noch mehr als zuvor. Gott, ich liebe einen Kerl in Uniform. Ja. Wobei dem seine Klamotten ja eigentlich keine Uniform ist, aber gut. Ich wusste immer, dass es Ärger gab, aber ich wusste nicht, dass er offiziell verhaftet worden ist. Das ist schlimmer als gedacht. Es sind nicht nur geringfügige Vergehen, sondern auch Straftaten. Als ob sein Leben bereits ruiniert ist. Wie kann ich mein Leben mit seinem Verein? Ah, war er anscheinend noch kriminell. Unser Charakter. Gewehre. Was sind denn diese Hieroglyphen? Wo ist denn der Haftraum, verdammt? Hallo Geister. Na? Verdammt, wo bin ich? Ich habe mich verlaufen. Huch, Hilfe. Halt. Karen Marie Douglas, weiblich, 37 Jahre alt, Buchhalterin, ledig, kein Vorstrafenregister, keine gewaltsame Beziehung. Gesellschaftlich bekannt für, was für ein Ding? Usha-Brett. Usha, dieses Ding da, wo man mit dem Satan Kontakt aufnehmen kann, Partys Mittwochnachts. Cool, dann können wir mit der vielleicht auch reden. Wo ist sie denn? Oh, seht ihr? Ich hab's gewusst, wie ich's gewusst habe. Komme ich da jetzt vorbei, verdammt. Was ist das denn? Achso. Wie komme ich da vorbei? Da unten ist der Haftraum, 100 pro. Sonst wäre da kein Dämonen-Ding dahin. Es sind immer die Stillen, die sich als Killer entpuppen. Das Lustige ist, ich dachte, Polizist sei ein sicherer Job. Ich laufe jetzt hier rum und alles, was ich bis jetzt gefunden habe, ist nicht gespeichert, weil es gibt ja hier nur Speicherpunkte in dem Spiel. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal speichern will, ja. Option. Ach, was soll das denn hier? Ja. Gibt keine Speicherfunktion, voll cool. Komm ich denn hier vorbei? Hier da hinten, das muss ich irgendwie aktivieren, damit einer da unten rauskommt. Der kann dann hier rüber. Verdammt. Was? Hallo? Jemand da? Nö. Keine Sau hier. Telefon, Drucker. Telefon. Interessiert keine Sau, ne? Alle Telefone klingen, Drucker spielen verrückt. Interessiert keinen. Ist das mein Büro? Sieht ziemlich durchwühlt aus. Das ist bestimmt unser Büro. Handeln. Das ist echt doof gerade. Ich habe keine Ahnung, wie ich da vorbeikommen soll. Was ist das denn? Anne Kratzer, weiblich, 22 Jahre alt, keine unmittelbare Familie. Öffentlich bekannt als Madame Agatha, eine Neuheit unter den Hellsehern. Jo. Kommt denn keiner hier?
irgendjemanden interessieren, was ich hier mache. Oh, da ist was. Ein Gewehr auf der Toilette. Wir müssen einfach unseren Job machen. Komm, du kannst auch bestimmt in den Haftraum. Ich hoffe, die Nacht bleibt ruhig. Irgendjemand muss doch mal nach der gucken.